Hallo ihr Lieben, ein neues Video für euch heute am Donnerstag und ich zeige euch heute meine Top 5 meiner Lieblings-Espresso-Sorten, denn Kaffee ist hier und da ja schon mal ein Genuss und ich würde sagen, wir legen los. Im Bio-Bereich gibt es mittlerweile sehr viele Kaffee- und Espresso-Sorten und ich wollte mich schon lange einfach mal durch das ganze Sortiment probieren, wie schmeckt welcher Espresso und im direkten Vergleich das einfach mal zu sehen. Und ich dachte, das wäre einfach mal ein Video wert. Heute habe ich mir den Espresso vorgenommen und als erstes stelle ich euch den Bioladen-Espresso vor, feinste Crema. Dieser Espresso besteht zu 70% aus Arabica-Bohnen. Das sind sehr, sehr hochwertige Bohnen, die von der Qualität wirklich optimal sind und einen super Geschmack ergeben. Die Mischung aus Arabica und Robusta-Bohne schmeckt mir wirklich sehr, sehr gut. Das ist ein sehr kräftiger Espresso, der ist sehr vollmundig, der ist sehr dunkel, der schmeckt so richtig nach Hallo wach und ja, ist nicht mild, aber sehr lecker und genau das Richtige, wenn man wirklich den Kick braucht. Aber ich habe auch schon gemerkt, dass ich jedes Mal weniger Espresso verwendet habe, weil für mich ist er einfach sehr stark, aber schon lecker. Und wenn man weiß, wie man den dosieren muss, ist er wirklich herrlich. Und gerade für so richtige Espresso-Fans, wo es wirklich dunkel und wirklich lecker schmecken muss, da ist der bestimmt genau das Richtige. Als nächstes zeige ich euch einen entkoffeinierten Espresso von La Selva. Das ist ein italienischer Feinkostbetrieb und das ist ein Espresso nach italienischer Art. Und ich habe den probiert und war sehr, sehr angenehm überrascht, dass der wirklich so mild ist, aber doch so ein tolles Aroma hat. Und der ist mild, aber gleichzeitig würzig und hat mir sehr gut gefallen und schmeckt einfach hervorragend. Ich habe damit viele Eiskaffees gemacht, als es noch wärmer war. Ich habe den pur getrunken im Latte Macchiato, im Cappuccino. Und jedes Mal habe ich gedacht, toll, eine super Qualität, schmeckt mir wirklich hervorragend gut. Dieser Espresso ist zu 100% aus Arabica-Bohnen. Wo die Bohnen jetzt genau herkommen, konnte ich irgendwie gar nicht ermitteln, aber vielleicht habe ich es nur nicht gefunden. Auf jeden Fall ist der geschmacklich und preislich gut und den würde ich auch wirklich wieder kaufen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, einen ganz besonderen Geschmack, aber es ist ein ganz toller Espresso, den man locker jeden Tag gut trinken kann. Der ist mild, der ist würzig, der hat alles, was ein guter Espresso braucht und der hat mir wirklich gut gefallen. Als nächstes kommt ein Espresso, den kenne ich sehr gut, den benutze ich seit mehreren Jahren schon. Dieser Espresso ist sehr mild und geschmacklich sehr, sehr gut und ich trinke den eigentlich am liebsten, muss ich sagen, pur, so mit ein bisschen Zucker, weil er eben diese Milde hat, dass ich das wirklich gut trinken kann. So einen ganz kräftigen Espresso könnte ich pur einfach nicht runterbringen, weil es mir einfach viel zu stark ist, aber bei diesem hier geht das, so ist natürlich wie alle Bio und natürlich fair gehandelt, weil der Fairtrade-Gedanke ist mir bei Kaffee sehr, sehr wichtig, denn schließlich kommt dieses Luxusgut vom anderen Ende der Welt und gerade Kaffeeplantagen werden ja auch seit Jahren in Verbindung gebracht mit Ausbeutung und mit menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen. Davor kann ich die Augen einfach nicht verschließen. Mir ist es wichtig, dass ich ein Top-Produkt bekomme, was wirklich Bio-Qualität hat und wovon die Kleinbauern oder die Kaffeebauern auch was haben, weil nur dann kann ich diesen Bio-Gedanken fassen, nur dann macht es für mich Sinn. Und für mich darf auch ein Espresso dann auch gerne mal 2 Euro mehr kosten. Für mich ist Espresso ein absolutes Luxusgut, worauf ich auch verzichten könnte, wenn ich es müsste. Aber es ist natürlich auch schön und lecker, das zu genießen. Und ich finde, man kann mit jedem fair gehandelten Produkt und auch mit jedem Bio-Produkt, was man kauft, ja, ein bisschen die Welt besser machen. Vielleicht ist es nicht jedes Mal Bio oder fair, aber wenn es immer öfter ein fair gehandelter Espresso oder Kaffee ist, dann ist das toll und das unterstütze ich gerne. Das ist mir wirklich wichtig und liegt mir am Herzen. Wenn wir schon was vom anderen Ende der Welt herankamen, dann bitte fair gehandelt und dann bitte Bio. Und ja, ich denke, damit kann man doch einiges bewegen. Auf jeden Fall hat dieser Espresso ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis zwischen Geschmack und Preis und Bio und fair gehandelt. Ja, jedenfalls ist das ein Espresso für diejenigen, die nicht so starken Kaffee gerne mögen, sondern es gerne etwas milder und vor allem bekömmlich haben wollen. Und dann probiert diesen hier aus. Der hat mich überzeugt und ist wirklich klasse.
Und jetzt ein Espresso von Alto Mayo. Und zwar ist das ein relativ neues Produkt. Jedenfalls in meinem Bioladen hatte ich den jetzt noch nicht so oft gesehen. Und zwar ist es ein Espresso mit 50% weniger Koffein. Und das war für mich irgendwie interessant, weil ich trinke sonst fast nur entkoffeinierten Espresso gerne. Und aber manchmal denke ich mir auch, boah, ich bräuchte jetzt ein bisschen Koffein. Aber wenn ich zu einem Vollespresso greife, merke ich, boah, das war schon wieder zu viel. Deswegen ist dieser Espresso ganz, ganz interessant gewesen. Und ich war gespannt. Ich habe gedacht, okay, haut dich das Koffein jetzt doch so ein bisschen um? Weil gerade wenn man da empfindlich ist, merkt man ja schnell, dass Koffein doch durchkommt. Und ich war sehr überrascht. Dieser Espresso ist wirklich ganz toll zu vertragen. Dieses 50% weniger ist für mich total gut. Ich trinke den sehr, sehr gerne am Morgen, wenn ich aufstehe und mal wieder nur 5 Stunden geschlafen habe. Ja, die lieben Kinder. Und ja, es ist genau die richtige Mischung und es ist genau das Produkt, was ich irgendwie schon seit Jahren gesucht habe. Ein bisschen Koffein, aber nicht zu viel und vertrage ich super. Ich kann locker 2 Latte Macchiato damit trinken oder 2 Cappuccini und ja, und es dreht sich nichts im Kopf und das Herz klopft auch nicht bis zum Hals. Der ist zu 100% aus Arabica-Bohnen und ist ein wirklicher Genuss. Und wie gesagt, 50% entkoffeiniert. Und ja, sehr interessant. Er heißt Espresso Sensotivo und ist wirklich sehr, sehr bekömmlich. Und ich glaube, dass es ein Produkt ist, was bestimmt gut ankommt. Denn ich kenne auch einige Leute, die im Büro arbeiten oder einfach auch mehr Kaffee trinken wollen. Oder hier und da nochmal ein Espresso mehr. Aber das Koffein macht da manchmal so einen kleinen Strich durch die Rechnung. Man kann doch nur begrenzt gut Koffein vertragen. Das geht, glaube ich, fast jedem so. Und ich glaube, davon kann man dann auch mal ein Tässchen mehr trinken, ohne dass es zu Reizungen irgendwie kommt, ohne dass man es irgendwie nicht mehr vertragen kann. Und der hat mir außerordentlich gut geschmeckt. Wirklich ein toller, milder Espresso. Und ja, den habe ich garantiert jetzt nicht zum letzten Mal gekauft. Jetzt kommt mein Lieblings-Espresso, direkt aus der Maya Kaffee-Rösterei in Hamburg. Und zwar ist es der Espresso Mexico. Das ist ein wirklich toller Espresso, der zu 100% aus Arabica-Bohnen hergestellt werden. Die Bohnen kommen direkt aus Mexiko und das ist wirklich ein sehr leckerer, vollmundiger Espresso. Er ist nicht entkoffeiniert, er ist super verträglich und bekömmlich und schmeckt einfach hervorragend. Für mich ist das eine tolle Mitte aus vollmundigen Geschmack und aus einer tollen Würze und er schmeckt nicht so mild wie der Vorgänger, der Alto Mayo, sondern ist schon sehr, sehr kräftig und den mag ich super gerne, weil er einfach einen so außergewöhnlich tollen Geschmack hat. Der Espresso schmeckt jetzt nicht so dunkel, aber er schmeckt auch nicht mild, sondern ist wieder genau die richtige Mitte und es ist ein Espresso, den ich jetzt nicht 4-mal am Tag trinken kann, aber der mich sehr, sehr überzeugt, weil die Kaffeerösterei Hamburg, die arbeitet wirklich noch mit richtiger Handarbeit und die rösten ihren Kaffee vor Ort selbst. Und was ich toll finde, die stellen auch keine Produkte her, die ganz, ganz lange haltbar sind, sondern dieser Espresso ist jetzt so 3 Monate maximal haltbar und das merkt man natürlich auch, der ist anders hergestellt, der ist nicht so haltbar gemacht und nicht so scharf geröstet, sondern etwas milder hergestellt und einfach in Handarbeit und das finde ich toll. Und da dieser Espresso hier in Hamburg geröstet wird, fühle ich mich den natürlich auch verbunden und ich finde es ein toller Gedanke, dass der hier in der Speicherstadt hergestellt wird und ich den dann hier in meinem Bioladen kaufen kann. Für mich ein optimales Produkt aus Bio, aus Fairtrade, aus hier in der Nachbarschaft geröstet und hier in der Nachbarschaft verkauft. Der Geschmack ist einfach herrlich und auch wenn er nicht entkoffeiniert ist, hat er mein Herz erobert. Und was mir sehr gut gefällt, ist, dass diese Kaffeerösterei ihre Kaffeebohnen bei Kleinbauern einkauft und das finde ich auch ein toller Fairtrade-Gedanke, auch die Kleinbauern zu unterstützen, nicht nur diese riesen Kaffeegurus, die da irgendwie ihre Kaffeebohnen an die ganze Welt verkaufen, sondern etwas mehr von Kleinbauern und etwas mehr, ja, auch die kleineren Unternehmen unterstützt, was ich sehr, sehr schön finde. Und da dieser Kaffee jetzt nicht zu den ganz milden Sorten gehört, sondern schon auch so ein bisschen Kick hat, aber nicht reizt und auch sehr bekömmlich ist, finde ich den einfach klasse. Der ist lecker und mein absoluter Lieblings-Espresso. Juhu, ein Hamburger Produkt. Und ja, den müsst ihr probieren. Der ist wirklich gut.
Und es war besonders schmackhaft, mich durchzuprobieren durch all diese Sorten und hier und da zu gucken, was schmeckt so, was schmeckt wie. Und das war schon sehr, sehr interessant. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Morgen ist My Day Friday. Unbedingt reinklicken. Ein neues Video kommt für euch ab 13.30 Uhr hier online. Und somit wünsche ich euch noch einen zauberhaften Donnerstag und bis morgen. Tschüss.